Und wie verbringst du gerade deine Samstage so unter Corona-Bedingungen? Ich war die letzten Wochen immer wieder hier auf der Baustelle. Das ist ein altes Haus, was gerade saniert wird, und habe mitgeholfen. Dabei waren die letzten Samstage geprägt von der Aufgabe, alte Tapeten abzumachen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Dabei ist es so, man raut die erst ein bisschen an, dann weicht man sie mit so einem Tapetenauflöser ein. Und wenn du dann Glück hast, dann nimmst du deinen Spachtel und die Tapete geht ganz einfach ab. Ja, das funktioniert an manchen Stellen, an anderen braucht man dann doch ein bisschen länger Zeit, bis das Stück Tapete sich dann von der Wand völlig gelöst hat. Als ich dann letzte Woche mal wieder an so einer Stelle war, wo es richtig zäh war, wo die Tapete nicht abging, kam mir ein Gedanke, den ich heute gern mit dir teilen möchte. So eine Baustelle, so ein saniertes Haus können wir ein bisschen vergleichen mit unserem Leben. Natürlich nur im übertragenen Sinne. Denn auch unser Leben ist doch geprägt von ständigen Veränderungen. Da gibt es kleinere Veränderungen, die uns super einfach fallen, die uns vielleicht gar nicht beeinflussen. Bisschen wie diese Tapete, die man einfach abziehen kann. Aber dann gibt es auch größere Veränderungen, an denen wir vielleicht auch länger zu knabbern haben, die Zeit brauchen, die Kraft brauchen, die Geduld brauchen. Wie wenn du so ein kleines Stück Tapete hast und es einfach nicht abgeben möchte. Das kann zum Beispiel ein Schulwechsel sein, der Beginn von einer Ausbildung, Umzug oder auch vielleicht der Beginn von einer Beziehung oder das Ende von einer Beziehung. Und genau in diesen Veränderungen kommt unser Lebenshaus manchmal echt ins Wanken, richtig ins Wackeln. Und da tut es gut, einen festen Punkt im Leben zu haben, der dir in diesen Situationen Sicherheit gibt und Halt. Es hilft dir, einen sicheren Punkt im Leben zu halten, der gleich bleibt trotz den ganzen Veränderungen. Und um jetzt in diesem Bild von einem Haus zu bleiben, ist es eben ein festes Fundament wie hier im Keller, das mir Halt gibt. Das Fundament für mein Leben habe ich gefunden in meinem Glaube. Und klar, Glaube verändert sich im Laufe des Lebens. Manche Dinge bleiben fest, manche kommen kleine Risse rein und an anderen Stellen muss ich vielleicht im Laufe des Lebens nochmal nachbessern oder Dinge verändern. Aber dieses Grundfundament, das bleibt gleich. Gott ist derselbe. Heute, morgen und in Ewigkeit. Wie wir es im Hebräerbrief lesen können. Gott möchte für mich festes Fundament sein. Er möchte mir Sicherheit geben. Und auch wenn die Welt um mich vor lauter Veränderungen zu wanken scheint, ist er da und gibt mir Sicherheit. Deshalb möchte ich dir heute die Frage mitgeben: Worauf baust du dein Leben und was gibt dir Halt? Hab einen gesegneten Donnerstag.